Hey, good morning. Ich bin gerade einfach so, wie ich aus dem Bett gekommen bin. Ich habe hier unter mir meinen Gymnastikball und meine Yogamatte und ich habe das Fenster offen und kann den Sonnenaufgang halbwegs beobachten, wenn ich mich hinstelle, weil ich Dachschrägenfenster habe. Und wollte euch kurz sagen, wie unglaublich berührend ich das finde, wenn es ein Tag ist, an dem ganz, ganz wenig Wolken unterwegs sind und man morgens so eine halbe Stunde, bevor die Sonne aufgeht, aufsteht. Und das einfach miterlebt. Das ist so schön. Man fühlt sich so verbunden und ruhig. Und das ist einfach so cool, in der Natur teilnehmen zu können. Aktuell draußen ist alles noch sehr, sehr ruhig. Auch die Vögel sind noch total ruhig, piepsen hier und da mal ein bisschen. Aber im Grunde genommen, ja, genießt alles noch so den kommenden Sonnenaufgang. Und ich wollte das einfach jedem von euch empfehlen, weil das so ein bewusster Start in den Tag sein kann. Und gerade jetzt am Wochenende zum Beispiel, wo wir uns vielleicht viel ablenken werden mit dem Handy und mit dem Computer und mit irgendwelchen Serien und in irgendwelchen Posts hängen bleiben, wo wir in den Kommentaren ganz viel schreiben, whatever you do. Da ist es einfach cool, seinen Tag zu starten mit Dingen, die echt sind.